Hallo, hallo, hallo. Der Mero hier mit Let's Play The Binding of Isaac. Aber wir sind stehen geblieben. Wir haben mit drei Figuren zumindest mal Isaac besiegt. Ich möchte aber heute und in den nächsten Parts eigentlich mal darauf abzielen, mit den Charakteren, die jetzt anstehen und ups, da ist mein Gamepad wieder falsch rum. Ah, so. Mit den Charakteren, die noch anstehen, wirklich 100% des Spiels zu beenden. Und dafür brauchen wir erstmal. Ich kann ja schon mal so viel verraten, was mein Plan ist. Wir brauchen ein ganz bestimmtes Trinket. Nämlich das Polaroid. Und du da wirst bitte nicht auf mich schießen. Danke. Und mit diesem Polaroid müssen wir dann ab. Wie war das nochmal? Bis zu Isaac. Wir müssen mit dem Polaroid Isaac töten und dann gibt's was ganz Tolles. Und wir kriegen Little Steve. Oh yeah. Okay. Mit dem kann ich aber leben, der ist ganz okay. Das ist ein Damage-Upgrade zum Anfang, ein kleines zumindest. Da komme ich nicht ran an die Kiste, das ist ärgerlich. Und Pride! Pride! Yes, sir. Es geht, Kumpel. Bomben. Und eine Karte wahrscheinlich mit Tower. Hier, oh! Oh, Dankeschön. Sowas, zu sowas sage ich doch nicht nein. Wer bin ich denn? Wir spielen mit Maggie. Das wird relativ interessant, denn Maggie ist jetzt nicht unbedingt so der stärkste. Och Gott. Champion Duke, das ist der, der die Laserfliegen spawnt. Keine Ahnung, wie sie wirklich heißen. Die glitzern lustig, deswegen sind es die Laserfliegen. Ja, Maggie hat natürlich das Problem, Maggie ist. Ah, Gott, ist sie schwach. Sie hat vier Herzen und ist verdammt langsam. Früher Satan-Tausch. Satan-Raum. So rum. Wäre ganz nett, dann wird das Ganze funktionieren. Aber man sieht es hier, dieser Kampf dauert so lange. Weil. Oh Gott, danke. Und dann spawnt er gleich so viele. Jawohl, 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 jawohl. Komm. 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 Tschüss. So, wir kriegen Speed-Up. Das ist schon mal relativ wichtig auf Maggie, sowas früh zu bekommen. Denn jetzt hat Maggie. Oh. Jetzt kommt sie zumindest vor den Gegnern weg. Das ist schon mal etwas. So, hier gibt's eine Kiste. For free. Warum nicht? Was haben wir da drin? Ein Schlüssel? Eine Bombe. Auch okay. Es fehlt aber immer noch ein Schlüssel, denn sonst stehen wir doof da. Erstmal die Viecher hier. Die sind relativ einfach. Ja, das heißt relativ einfach. Die machen nix. Ihr seid absolut der Witz. So, noch eine Bombe. Das ist immer noch kein Schlüssel. Und du bist ein Bettler. Na, wir gucken mal, was wir auf der Ebene so an Geld bekommen. Man weiß nie. Es könnte das Krönchen geben vom Boss. Das wäre ein bisschen was an Geld. Es könnte zufälligerweise irgendwie der Geheimraum aufgesprengt werden durch einen Bombengegner. Man weiß es nie. Und dann hätten wir ein paar Münzen. Ein goldenes Häufchen. Natürlich. Gibt es ja seit dem Update auch. Könnte auch auftauchen. Oh, diese Gegner. Könntest du bitte einfach nur. Dankeschön. Oder sowas. Münze. Na komm, ein Hit noch. Ein Hit noch. Oh. Das war blöd. Will ich das alles. Ah. Das dauert jetzt natürlich, aber es könnte überall Geld drin sein. Geld für unseren kleinen Bettlerfreund. Kein Geld. Kein Geld. Kein Geld. Nix. Okay. Rev. Okay. Warum auch nicht? Yep. Ist ein schöner Bosskampf. Dauert auch gar nicht lange mit dem Kerl. Hom. Komm schon. Geh kaputt. Irgendwann heute. Irgendwann heute, bitte. Ja. Stell dich am besten noch auf meine Seite. Nimm die Bombe noch mit Mr. Boom. Nein, das ist Yamhard. Also auf einer Prioritätenliste steht Mr. Boom zwar nicht weit unter dem Yamhard, aber auch nicht. Oh, Moment, das wäre eine gratis. Ha. Das wäre zumindest etwas, wofür ich. Ach, scheiß drauf, ich hab vier Bomben. So. Naja, oh, yeah.
Oh yeah. Großartig, einfach. Wahnsinnig, großartig. So, Geld. Und das Harlequin Baby. Mehr Babys. Babys. Wow. Da fliegt ordentlich was. Persönlich ist das Harlequin Baby eins meiner Lieblingsbabys. Wegen diesem Doppelschuss. Larry Jr. in einem komplett leeren Raum. Ich kann dank dem Harlequin Baby eigentlich einfach stehen bleiben. Aber wir gehen mal so ein bisschen mit. Tun so, als würden wir uns Mühe geben. Mühe. Mühe. Jawohl. Euch noch zweimal, einmal kaputt. Und das ist die Pillen. Na, ich guck gleich. Jawohl. Genau von sowas habe ich geredet. Hi. Danke. Und tschüss. So, wir gucken uns erstmal die Pillen an. Zweimal die gleiche. Telepills, natürlich. Brauche ich eigentlich nirgendwo gucken. Ich hoffe halt wirklich nur, dass die Doppelpille da irgendwas Sinnvolles ist. Denn wenn das jetzt, keine Ahnung, zweimal Tears Down wäre, das wäre wahnsinnig ärgerlich. Wir haben hier erst einmal Luck Up. Also jetzt sollte es eine gute Bombsaki. Und das behalte ich, glaube ich, sogar erst einmal. Ja. So, Curse of Darkness. Ups, da habe ich erstmal meinen Nagel getriggert. Der Nagel, ich weiß nicht, hatten wir den schon? Ich glaube schon, zur Sicherheit einfach nochmal erhöht meine Stärke, glaube ich, sogar ein bisschen. Gibt mir ein blaues Herz und lässt mich für einen Raum über Steine laufen. Sprich, ich laufe dagegen und sie gehen kaputt. Ist ein wahnsinnig nettes Item, wenn man keine Bomben hat zum Beispiel. Außer man findet wieder welche. Schön. Und gibt halt neben dem... was heißt neben dem? Es ist quasi ein Book of Revelations, was einen auch ein bisschen stärker macht und nicht unbedingt nur die nervigen Reiter spawnt. Deswegen, ich denke, der Nagel ist sogar besser als das Buch irgendwo. Das ist schwer, wenn man die beiden gegeneinander antreten lassen müsste. Ich glaube, der Nagel gewinnt. Weil das Buch halt wirklich diesen Bonuseffekt mit den Reitern nur dann lohnenswert macht, wenn es relativ früh ist, damit man auch möglichst viele Meat Cubes wirklich noch mitbekommt. Ansonsten ist es halt Murks, wenn man sich das vorstellt, keine Ahnung. Tiefen 2, da will ich kein Buch mehr. Da würde ich, klar, den Nagel würde ich noch mitnehmen, aber das Buch nicht. Cursed Skull. Nein, danke. Oder? Nein. Echt nicht mein Traum-Item. Trinket. So, erstmal hier reingucken. Das sagt nämlich Roid Rage. Speed und Range. Oh. Roid Rage, nicht Range. Gott. So. Ich werde das mal aufsprengen. Ja. Und kriege wahrscheinlich Spinnen. Nein, ne blaues Herz. Nom 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 nom. Nom 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 nom. So, The Fallen. Gibt uns dann auf jeden Fall ein weiteres Item, was uns auch der liebe Satan an den Kopf geschmissen hätte. Das ist das Schöne an Fallen. Und ich habe ja schon so mein Prioritäts-Item. So ein Brimstone? Das wäre ganz cool, aber nein. Kein Brimstone. Das wäre. Ich weiß nicht, das wäre irgendwo öde. Wenn es kommt, nehme ich es natürlich mit, aber. Ja. Ist jetzt nicht zwingend das Item, was ich sehen möchte. Wow. Jeppa. Den hätte ich, glaube ich, nicht irgendwie ausweichen können. Doch, wahrscheinlich schon, aber ich bin einfach viel zu unfähig. So, dich noch. Wir kriegen natürlich. Brimstone! Uisch, und es feuert wieder. Oh, ist das schön. Krampus! Bringt mir jetzt gar nichts. Aua. Oh, wir haben schon lange keinen Brimstone-Run mehr gehabt. Das ist cool. So. 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 Yepa. Oh nein! Du kannst es ja auch. Oh nein. Oh nein. So. Problem ist, dass mir der Kohlenklumpen jetzt nichts bringt. Aber, oh, gratis Schlüssel? Warum nicht? Hey, Schlüssel. Und abwärts. So, wir haben als nächstes Caves... Nein, Catacomb. Solche Gegner sind jetzt natürlich... Wow, das war komisch.
Ich habe irgendwie nach unten gefeuert und trotzdem, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Na, geh da rum. So. Bremser. Ach, ja, den hältst du aus, kein Ding. So, und Bremser. Nochmal. Ihr wollt noch einen? Bitte, bitte. Ich hab genug Laser für alle. Brems. Brems. Blarg. Blarg. Oh, das ist so toll. Ich liebe dieses Item. So, Luck up. Darf man nicht vergessen. Batrip. Hey, was ein Glück. Wobei sich das natürlich später noch, wenn wir sie nochmal finden, als wahnsinnig gute Pille entpuppen könnte. Man denke dran, wenn man nur ein Herz hat und dann die Batrip-Pille, dann wird die zur Full-Health-Pille. Ich sollte vielleicht den Nagel mal verwenden. So. Autsch. Außerdem sollte ich vielleicht mal mit den Spinnen aufpassen. Das wäre auch vorteilhaft. Mehr Schlüssel. Also, wenn ich jetzt... Ah. Ein bis zwei Bomben finde, dann würde ich vielleicht sogar nochmal die Pille benutzen. Aber ein Schlüssel wäre mir dann vielleicht doch ein wenig zu wenig aktuell. So, da ist noch ein Schlüssel. Ah, das ist jetzt blöd. Ich bin am Überlegen, ob ich das mache. Also, so ein paar Bomben sind halt schon irgendwo super. Aber wenn es dann letztendlich an den Schlüsseln wieder hängt, dann habe ich ein Problem. So, Bad Gas, yeah. Oh yeah. Was haben wir hier? Blauer Larry. Wieso habe ich mich da treffen lassen? Wieso bin ich so blöde? Ah, könntest du bitte feuern? Ja, okay, kann er noch. Wenn man die ganzen Schlüssel mal bedenkt, die hier rumliegen... Könnte ich mir sogar fast vorstellen, das so zu machen, dass ich jetzt diese Tür öffne. Genau diese hier. Bums. Die mir das Häufchen gibt. Oh, wie wundervoll. Jawohl. Ich benutze die Pille. Nehme den Schlüssel mit. Nehme auch dankend noch... den Schlüssel mit. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. So. Und ich nehme auch den Challenge-Raum mit. Hallo, das ist zwar nur eine braune Kiste, aber... Was kommt hier? Hier kommen die kleinen Chubbies. Bums. Get brimstoned. Get brimstoned. Dann, die Viecher sind auch kein allzu großes Problem. Laps. Und... Laps. Und dann vier Köpfe. Drei Köpfe. Zwei Köpfe. Mensch. Challenge-Räume sind auch nicht mehr das, was sie immer waren. Trinket. Nicht das Polaroid, was ich haben will, aber immerhin mal was Nützlicheres als der Cursed Skull. Der Flat Penny bringt uns ja inzwischen keine goldenen Schlüssel mehr sicher, sondern meistens für jeden Cent, oder auch nicht für jeden, aber so generell zwischendurch mal einen Schlüssel. Oh, schön. Ein ziemlich cooler Boss. Ich mag ihn. Ich weiß gerade nicht. Carrion Queen? Oder wie heißt das Ding? Wow. Jawohl. Könntest du auch feuern? Danke. Könntest du auch nochmal feuern? Danke. Und einer noch. Einer geht noch. Jawohl. Health up. Und runter da. So. Curse of Darkness. Mal wieder. Okay, da ist nichts. Jetzt muss ich mich natürlich ein bisschen drauf... konzentrieren, wo ich langlaufe. Was ich sehr ungern mache. Orientierung ist nicht meine Stärke. Und die Karte bringt mir jetzt gar nichts. Okay. So, eine große Kettenreaktion. Noch mehr Explosionen. Da ist ein Schlüssel. Danke, Trinket. Kamikaze! Wow! The Poop, Kamikaze. Hey. Das war wieder blöd. Das war wieder blöd. Das war wieder wahnsinnig blöd. Ärgerlich, ärgerlich. Die nehme ich mit. So. Yikes. Noch ein Schlüssel? Nein. Aber so langsam könnte sich ein Shop lohnen, fällt mir gerade mal auf.
So langsam, also wenn man mal guckt, 13... zwei Slot-Machines bisher. Wow. Wir haben hier noch ein paar Häufchen. Jawohl. Trappt mich noch mehr. Röms. Und Röms. Blagel, lagel, lagel. So, wir haben hier eine Kiste. Mit einer Pille. Ja, ich bleib bei der Karte. Denn man weiß ja nie, was die späteren Stockwerke einem so bieten. Na komm, ein... Oh, wow. Aufhören zu feuern. Danke. Eine so eine Spieldingens hier machen wir mal kaputt. Für Geld. Wo ist der Shop? Wo ist mein scheiß... Moment. Tiefen 1. Ich kann auch erst zum Boss gehen. Monstro 2. Yo. Yukon Laser. Icon Laser. Yukon Laser. Laser Laser. Und was hier jetzt natürlich angenehm ist, ist, dass ich die Steine kaputt machen kann. Das heißt, ich habe wirklich den vollen Raum zur Verfügung. Blöm. Ey, nicht springen. Nicht springen. Du Elender. Komm, spring hier hoch. Ja. Jawohl. Oh, es ist blöd jetzt. Sowas sollte nicht passieren. Ja, und ich habe nicht aufgepasst. Wow. Ich nehme gerade Schaden, der absolut unnötig ist. Und noch ein... Boah, was ist denn los, Satan? Du hast mich aber gerne heute, ne? Was gibt's denn diesmal? Book of Belial... Bla 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 bla. Ich weiß nicht, ob das mit Brimstone was bringt. Ich glaube, ich nehme nichts mit. Nein, ich nehme heute mal nichts mit.